In der Nacht des 22. Mai wurde das besetzte Haus von einer Sondertruppe der Polizei gestürmt. Die schlafenden Bewohner wurden mit Maschinenpistolen gezwungen, sich auf den Boden zu legen, wurden dann zusammengeschnürt, einige von ihnen brutal zusammengeschlagen und aufgeschreckte Nachbarn unter Schussandrohung von der Straße und den Balkons vertrieben. Hier wurden zum ersten Mal Beamte des berüchtigten mobilen Einsatzkommandos MEK eingesetzt, die nach eigenem Ermessen morden können, ohne dafür jemals strafrechtlich verfolgt zu werden. Zusätzlich hatte man 600 Polizisten aufgeboten, um der BEWO-Bau die Verwirklichung ihrer Pläne zu ermöglichen. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen 8 Hausbesetzer Anklage wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Die vorher von der Presse systematisch betriebene Kriminalisierung hatte die brutale Aktion der Polizei legitimieren sollen, die jetzt als mustergültig gelobt wurde. 2 Redakteure der SPD-eigenen Morgenpost, die zaghaft das Vorgehen des Innenministers Runau kritisierten, der übrigens auch im Aufsichtsrat der Neuen Heimat sitzt, wurden fristlos entlassen. Noch am selben Tag wurde mit dem Abriss des Hauses begonnen. Auch in das benachbarte Haus drangen Abrisstrupps widerrechtlich ein. Sie wollten auch hier damit beginnen, leerstehende Wohnungen zu zerstören, obwohl im Haus noch rechtmäßige Mieter wohnten. Doch wachsame Bewohner verhinderten das Vorhaben. Spontan versammelte sich eine Menschenmenge, um gegen die Zerstörung von Wohnraum zu protestieren und zur Solidarität mit den Hausbesetzern aufzurufen. Ein Demonstrationszug aus der Innenstadt war auf dem Weg zum Viertel. Unheimlich massierten Polizeischutz hier davon abhalten lassen sollten, unsere friedliche Demonstration zu Ende zu führen. Und da wurden sie aufgehalten von einer Polizeieskorte von 200 Mann. So, und da hörte ich nur diesen komischen Herrn Kleve widersprechen, als wir riefen. Wir waren die eine Seite und da war die andere Seite. Und sie riefen Solidarität, Solidarität. Und was haben wir gerufen? Wiederhol das bitte. Was haben wir gerufen? Na? Was? Was haben wir gerufen? Kannst du sie? Bullen raus aus Hohenfelde! Bullen raus aus Hohenfelde! Bullen raus aus Hohenfelde! Das haben wir gerufen. Und beim dritten Mal, hier ist den Herrn Kleve rufen, verhaften! Und da sind sie losgestürmt mit Knüppel auf Sack. Wir haben Bilder oben, wir haben den Film noch oben. Wie die Idioten sind sie auf die Bevölkerung losgestürzt. Nicht auf die Demonstranten, auf die Bevölkerung sind sie losgestürzt wie die Schweine. So, und das ist ein SPD-Staat. Ich schäme mich, dass sie gewählt habe, das schwöre ich dir, du. Obwohl der Willy Brandt seinen Friedenspreis hat. Aber das hat damit nichts zu tun, du. Mann. Nee, du weißt heute beide gar nicht mehr, welche Partei du wählen sollst. Wir haben einen Polizeistaat und weiter haben wir nicht. Wenn du das gesehen hättest, was hier passiert ist, dann musst du einsehen, das ist ein Polizeistaat.